Hallo, ich bin Chantal von der Online-Redaktion des Weser-Kuriers. Wir sind heute in der Bremer Innenstadt unterwegs und wollten uns mal umhören, was der Valentinstag denn überhaupt noch für eine Bedeutung hat. Also eins habe ich vorgehabt heute Morgen, dass meine Frau mir eine schöne Tasse Kaffee gekocht hat, damit ich gute Laune habe. Genau. Und dann waren wir schön essen im Theatro, haben schön Spaghetti gegessen. Und jetzt werde ich, da ich oft ermuntert werde, meiner Frau einen schönen Blumenstrauß kaufen. Oh, das klingt doch schön. Das klingt schön. Ja, und dann werden wir nach Hause gehen. Das ist nicht weit. In eine Minute müssen wir laufen. Da wohnen wir vorne. Und dann werde ich das machen, was meine Frau vorschlägt. Ich habe nicht geplant, aber wir gehen erst einmal ein bisschen so was Schönes essen. Und mal sehen, vielleicht machen wir eine Party zu Hause. Ja, das war's für heute. Ich habe leider keinen, wie nennt man das, Valentin für den Tag dieses Jahr. Von daher bin ich noch recht offen, laufe hier entspannt durch die Straße und bin gespannt, was sich noch so ergibt, ne? Ja, was ist bei dir so los heute? Naja, bei mir sieht die Situation nicht ganz anders aus wie beim Kollegen hier. Man ist tatsächlich das erste Mal heute Morgen aufgestanden und hat den Tag Valentinstag gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja. Aber ich sag mal so, Gott sei Dank haben wir einen netten Petrus da oben, der uns mit dieser schönen, herrlichen Sonne und diesem schönen Wetter beschert hat. Und das wird dann definitiv auch ein schöner Tag, auch ohne die ein oder andere gewisse Dame, meine Damen und Herren. Merken, dass sehr viel Verschüttung über den Tisch geht. Besonders rote Rosen. Also ich würde mal sagen, Valentinstag ist für uns überhaupt nicht wichtig. Aber ich hatte heute die beste Idee der Welt, weil ich habe heute Morgen meinen Chef angerufen und habe gefragt, ob ich spontan einen Tag frei haben kann. Der hat tatsächlich zugestimmt und dann habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, lass uns zusammen frühstücken und lass uns einfach einen schönen Tag bei dem schönen Wetter haben. Sehr gut. Und was sagst du dazu? Ja, also es war der beste Einfall, den sie hatte, glaube ich, seitdem ich sie kenne. Und heute Abend gehen wir mit ein paar anderen Freundinnen, die auch Single sind, beziehungsweise ich bin Single, du ja nicht, aber wir gehen mit ein paar Freundinnen in Stacey's Diner, weil wir gesagt haben, Schlachte kennt ja irgendwie jeder und hier werden die ganzen Verliebten rumlaufen. Deswegen wollen wir nach Olten fahren, so ganzes Kontrastprogramm. Also wir wissen eigentlich gar nicht richtig, dass Valentinstag ist, weil uns das noch nie wichtig war. Das stimmt doch nicht, glaube ich. So ist es, ja. Und bei uns ist seit 55 Jahren Valentinstag. Jeden Tag. Okay.